Hey Leute, in dem heutigen Video möchte ich mal ein sehr beliebtes Sonnenöl mit euch testen, welches auf Instagram gerade sehr stark gehypt wird. Es haben auch wirklich sehr viele Mädels auf dieses Öl geschworen. Daher wollte ich mir auch wirklich selbst ein Bild darüber machen und auch gerne die Ergebnisse mit euch teilen. Ob sich denn der Kauf dieser Produkte überhaupt lohnt. Viel Spaß! Hierbei handelt es sich einmal um das Garnier Bräunungsöl. Dieses Öl ist für dunkle oder bereits schon sonnengebräunte Haut geeignet und ist auch laut der Anleitung mit einem dazu passenden Sonnenschutz zu verwenden. Aus dem Grund habe ich auch die beiden Produkte zusammen gekauft, da sie auch wirklich auch zusammen verwendet werden sollten. Dieses Öl soll die Haut zart und geschmeidig machen, zusätzlich natürlich auch einen schönen Teint verleihen. Ob es dann auch wirklich so gut ist, sehen wir auch schon gleich. Hier trage ich zunächst einmal das Sonnenschutzöl auf meine Beine auf und danach erst das Bräunungsöl. Das Öl riecht wirklich super gut und das lässt sich auch sehr einfach auf der Haut verteilen. Es zieht zwar nicht sehr schnell ein, wie versprochen, aber im Vergleich zu anderen Ölen zieht es wirklich sehr schnell ein. Nachdem ich das getan habe, war ich für ungefähr 2 Stunden unter Sonne. Hier zeige ich euch nochmal den Vergleich, wie meine Beine vor dem Bräunen aussahen und wie sie nun ausschauen. Ich persönlich empfinde das Öl jetzt nicht als super hilfreich, da meine Beine auch ohne das Öl braun geworden wären. Aber die einzigen Vorteile, die hierbei entstehen, sind zum einen, dass die Beine sich wirklich super geschmeidig anfühlen und das zweite, dass das Öl wirklich zwar nicht so schnell einzieht wie versprochen, aber im Vergleich zu anderen Ölen, wie bereits erwähnt, zieht es wirklich sehr schnell ein. Das Öl kostet ungefähr 4,90 €. Mein Fazit dazu ist, es ist zwar ein sehr angenehmes Öl, aber ich persönlich würde das nicht nochmals kaufen, da man hierzu auch wirklich andere Öle als Ersatz verwenden kann, wie zum Beispiel Kokosöl, um auch dieselbe Bräune zu erlangen. Daher finde ich diesen Hype um das Produkt auch nicht geradezu gerechtfertigt, da es auch ganz leicht mit anderen Ölen ansetzbar ist und auch wirklich keine sonderbar beschleunigte Bräune verschafft, wie es womöglich auf Instagram den Eindruck erweckt hat. So Leute, jetzt seid ihr dran. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare rein, falls ihr dieses Produkt auch schon bereits kennt, Erfahrung damit habt, ob ihr die Meinung mit mir teilt oder eine ganz andere Meinung hierzu habt. Schreibt es mir gerne unten rein, das würde mich sehr interessieren. Ansonsten war es eigentlich auch schon mit dem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat das Ganze gefallen und freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss!